Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima Underworld. Wir sind hier bei den Lizard Men. Freundlich wie sie sind, haben sie uns schon einiges an Worten beigebracht, oder vielmehr Urgo hat das, der Gefangene, den sie umbringen wollen. Oh, okay, wir haben uns gerade entgiftet durch das Berühren dieser Tür. Guten Tag. Bika. Tassa hit Sid. Okay, Sid, neues Wort. Okay. Tassa Sid is help. Yes. Yes. Okay, nichts von Bedeutung. Farewell. Ich meine, ja klar, sind diese Leute in Anführungsstrichen überflüssig, weil sie uns nicht helfen. Schöne Wände hast du. Also nicht wirklich. Du bleibst aber schön drin, ja? Okay, wir haben es geschafft. Natürlich ist er vom Prinzip, bringt er uns nichts, ne? Also deswegen müsste er eigentlich nie im Spiel sein. Aber die Tatsache, dass er im Spiel ist, ist halt, weil hier, ich meine, natürlich laufen hier Leute rum, die uns nicht weiterhelfen können. So ist es halt. Natürlich ist es weiterhin noch halb abstrakt, ne? Wir müssen uns vorstellen, dass hier natürlich viel, viel mehr Leute sind, weil diese fünf Hanseln werden ja kaum eine Population am Laufen halten, aber trotzdem, das ist einfach. Ne, es geht so in die Richtung, es authentisch zu machen, und es führt halt einfach zu diesem Gefühl, dass man wirklich da ist. Also mehr, als wenn es nicht so wäre, sagen wir es so. Bika. Was war das Vorklick nochmal? Stranger. Yes. Yes. Nectobata. Yes. Okay, das Gold, okay, nee. Ich könnte irgendwas verkaufen, aber wozu? Ich habe zu viel Geld. Ich muss irgendwas Nützliches würde ich ganz gern kaufen. Aber nee. Also, zack, zack. Alle Türen sind hier verschlossen. Was einen gewissen Sinn ergibt, weil hier Leute drin wohnen. Bika. Trade. Seller, yes. Du hast Food, okay. Auch nichts von Bedeutung. Die habe ich schon geredet. War ich hier schon? Nope, da war ich noch nicht. Sieht wichtig aus hier. Die Türen gucke ich gleich. Ah, sind wir hier wieder bei den Bandits. Du bist feindlich. Okay, die ist für immer weg. Okay, sind wir jetzt wieder hier? Ja, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Okay. Langsam finde ich mich hier zurecht. Door is locked. Nein, 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 nein.
Warum ist dieser Raum leer? Moment, grenzt das nicht an die... Nee, die an... Okay, das ist wahrscheinlich auch eine Zelle, theoretisch. Oh, nee. Guten Tag, hier wohnt jemand. Hi. Bika. Du hast... yes. Okay, nichts von Blatt. Nur mal so für Spaß, ist hier eine... Nein, ist hier zufällig eine geheime Tür? Als Hintereingang zum... Nee, okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, jetzt machen wir schnell die Tür wieder zu, dass du ja nicht ausbüchst. Was gar nicht so einfach ist, weil wir dazu die Tür genau da treffen müssen. So. Also. Haben wir alles... Da waren wir noch nicht. Wieso war ich da noch nicht? Norden, Norden, Norden ist richtig. Hier lang. Wusch. Die habe ich schon geredet. Oh, du bist wichtig. Glaube ich. Bika, ja schon klickt. Nee, du stehst da einfach nur und... Okay. Yes. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo kriegt ein Fisch her? Aber ich meine, hier ist ja überall Wasser. Also kein Wunder. Bika. Like to trade. Yes. Okay, also wenn ich Fisch oder also wenn ich Nahrung brauche, weiß ich, wo ich hinkommen kann. Yep. Okay. Das ist gut zu wissen. Lizardmen verkaufen Nahrung. Fisch. Okay. Oh. Nur mal sicherheitshalber, dass die jetzt nicht alle sauer werden, wenn ich hier reingehe. Moment, hier war ich doch schon. Ja, hier war ich von der anderen Seite. Hier wollen wir auch hin. Hier ist der Kollege Anführer, zu dem ich wollte. Also erstmal ist hier, bist du hier, okay. Nach unten und dann rüber. Dem Raum waren wir schon... Weiß ich gar nicht mehr. Bika. Yes. Okay. Okay. Vermute mal, ihr seid keine Vegetarier. Also ihr seid offensichtlich... Nein. So. Hier rein. Und so. Jetzt wollen wir hier mal gucken, was wir hier raus. Erstmal mit dir. Oh. Ist doch. Ich wollte gerade, hier ist ein Schrein. Moment, sind hier zwei Schreine? Cool. Bika. Und lass mich gerade Fisch. Nee, nur Brot. Nur Brot. Ja. Soweit ist es gekommen. Nur Gold. No. Farewell. Aber eine Sache werde ich machen.
Ich wollte ja mal chanten. Fall. Wir waren greatly in Acrobat. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie viel wir da jetzt haben. Also Defense können wir auch noch, by the way, mal erhöhen. Acrobat 4, was? Das machen wir gleich nochmal. Mal gucken, ob das wird das immer weniger? Nee. Okay, jetzt nur mal für Spaß, wir wollen wissen, ob das zufällig ist. Festgelegt zu sein, deswegen machen wir das, also ich würde sagen, zweimal reicht. Jetzt müssten wir 7 haben. Was ist das? Defense andere. Haben wir jetzt 11, haben wir jetzt 13. Greatly in Defense? Hm. Na, warum nicht? Ein bisschen Defense. So, du geh mal wieder da. Ich kann mir nicht irgendwo anzeigen lassen, wie viele von den von diesen Punkten wir noch haben, ne? Na gut, dann machen wir noch andere. Oh! Diesmal war es zufällig. Vielleicht war Acrobat auch zufällig. Haben wir da jetzt was anderes? Ne, haben wir wieder 7. Okay. Naja, whatever. Bin zufrieden. So, du bleib mal hier schön drin, ja, Freund? So. So, mit dir will ich eigentlich reden. Oh. Okay, ich nehme an, das ist dein Kram. Flawless Sapphire. Das ist ein Emerald. Dir, lass mich raten, dir fehlt ein Ruby. Nee, nicht gucken. Reden. Hi. Isleek. Bika Tossa Yesho Click. Click war no, ne? Jetzt werde ich nicht das Falsche machen. Set. Isidi Seller Tossastresh, ich gebe dir Hilfe. Die Chance für Skull Retreats, Wanderer. Für den Fall, dass wir die Sachen nicht rausgekriegt haben, nehme ich an. Isleek Name is, please Red Ruby find. If Red Ruby find, Thapa Rune Spell will be told. Translated by Quiet Ones. I think they will do it. I will return. Ich glaube, wir haben sogar einen Ruby. Ja. Schön hier bleiben.
Hier ist Red Ruby. Tossayasha-Click. Bika. Okay. So, jetzt mal erstmal gucken, was haben wir denn hier? Wanderer, thanking you much, I can Lizardman Rune Spell Talk. For Walk Water. Oh, Walk in Water. Das klingt hilfreich. Wie hieß der Typ? Islik wants Ruby gives walk on water spell. Okay, mehr hast du nicht zu sagen, okay. Ich weiß noch nicht, was das heißt. No. Help. Need vielleicht. No need for help oder so. Need Fragezeichen. Ich meine, das ist ein Wort, was man durchaus brauchen kann in so einer Konversation. Goodbye. Okay. Also, wir haben Ilum Pordu. Ilum Pordu. Ich nehme an, es ist Ilum Pordu, oder? Aber Walk on Water steht da eigentlich in der... Der steht wahrscheinlich nicht in der Liste und ist Do überhaupt, weil das auch klein geschrieben ist. Ich vermute, das soll Du sein. Gibt es überhaupt eine Do-Rune? Ich glaube nicht. Okay, aber das können wir einfach rauskriegen, indem wir uns unseren Sack angucken. Nein, oh Gott. Ja, können wir den Sack angucken. Oh Gott. Bett des Graf Hur Lor. Was wollen wir? Ilum Pordu. Jux in Mani Ort Pordu. Das ist Pordu. Also das ist K. Sankt Hus Vis Ilem. Bin echt schlecht im Runen zeichnen. Schreiben. Okay. Hast du den da jetzt hingelegt? Nee, hast du nicht. Aber gut, das geht. Nicht mein Problem. Jetzt, ich meine, theoretisch kann man es mal ausprobieren, ob das stimmt. Also weg damit. Das und das. Falsch rum. Das und das. Jo! Okay, Walk on Water, sehr schön. Jesus! Wir sind jetzt der Avatar. Haben keine Mana mehr, aber wir können Dingsen. Das können wir mitnehmen. Können wir auch. Die Zettel kann ich eigentlich auch mal irgendwo liegen lassen. Ne? Weil ich meine, wir haben es aufgeschrieben, das brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. So, was haben wir denn noch nicht? Wir haben noch nicht untersucht den Bereich hier, wie ich nicht weiß, wo wir reinkommen. Eventuell hier, eventuell hier. Und definitiv hier, weil hier soll ja noch ein Tief-Hideout sein.
Moment, habe ich hier nicht alles gemacht? Hier sind wir. X1, da stand irgendwas, das habe ich mir sicherlich aufgeschrieben. X1, go to the very best with the best and better way back up. Ah, okay, genau da. Mhm. Eine hier, das ist auch verdächtig. Das muss auch nicht jeder Quadratzentimeter ausgefüllt sein. Oh Gott, entschuldigt. Oh, alles anstrengend. Storage, wie kommen wir da hin? Nach Süden. Nach Süden, also hier. Ja. Okay, dafür. Ah, da waren ENW East und West, soll das sein, ne? Ja, ja. Guten Tag. Bleiben Sie mal hier, junge Frau, junger Mann. Upset? Kann ich gar nicht verstehen. Halt, who approaches? It is me, the eye, does they speak, see gold and wealth. Oh, okay. 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 Also unser Longshot hält genau noch einen Schlag aus, deswegen würde ich sagen, lassen wir das mal hier. Und suchen mal, wir haben doch noch so viel Kram. Wir lagen doch Maces rum. Hier, kommen wir da irgendwo hin? Nee, da ist eine Mace. Dazu müssen wir da ins Wasser und... Oh, ich mache Walk on Water. Das geht ja alles viel schneller als gedacht. Sehr schön. Worn Light Mace. Ist egal, ob die worn ist. Sie ist besser als ein nahezu zerstörtes Schwert. Wusch. Okay. Okay. Also. Speichern. So, dann das Ganze nochmal. I seek the Baron's daughter. Of this I know nothing, begun with thee. Wouldst thou want to exchange items? I do not. Now leave before I run thee through. Okay, here's a thief hideout. Du bist auch so nervig, ne? Why must thou be so hostile? I teach thee about hostility. Ich nehme an, die werden... Ja, ja, die sind auch zu gut. Okay, die sollten wir in Ruhe lassen. Ich denke, das ist eindeutig.
meine, einmal mit dir reden kann ich ja. Upsa. Management Treat. Neither begin with the. Ja, ich komme mir ein bisschen bescheuert vor, jetzt auf keinen Sir zu, gehen, aber ich meine, ich werde dich. Wenn wir ein bisschen besser mit unseren Sachen umgehen können. Werde ich zurückkommen und dir auf den Kopf hauen, bis du tot bist. Versprochen. Also wahrscheinlich werde ich es vergessen, aber. Oh, Spiel. Dieses. Okay, wo könnte denn überhaupt was sein? Viel Platz haben wir hier nicht. Also wahrscheinlich hier. Okay. Fehlt es auf der anderen Seite. Nee, nee, nee. Headbanded! Oh, du bist hier der Chefin. Die Chefin. Leave now before I call the guards. Excuse me, I shall leave now. God damn it! Hm. Okay. Vielleicht ist ja einfach nirgendwo was. Oh! Es hat sich verändert. Okay. Und. See Tapestry. Können wir uns das irgendwie genauer angucken? Nein. Können wir das benutzen? Nein. Was haben wir hier? One Broadsword. Nehmen wir mit. Wohl erstmal noch nicht, sonst können wir wieder nichts anderes mitnehmen. Hier haben wir eine Broken Axe, die kann hier bleiben. Broken Mace. Eine Rune. Die wir schon haben. Die wir noch nicht haben. Wahnsinn. Was ist das? Relstone. Nehmen wir gerne mit. So, dann das Ding hier. Das ist Slightly Worn Magical Wand. Und für den Fall, dass wir Rubies brauchen. Ich nehme an, das sind Rubies. Rubies, Rubies. Scratch Rubies. Hm. Wahrscheinlich ein bisschen weniger wert als die anderen. Ja, wären auch nicht gemerged, okay. Mhm. Wahrscheinlich hätten die anderen nicht geholfen bei dem, oder diese scratched bei dem Lizardman. Ist auch egal, ganz ehrlich. Thank you.
Ich nehme an, die haben uns angegriffen, weil wir... Weil sie die Attacke auf den... So, gibst du jetzt mal Ruhe hier? Okay. Cool, excellent Longsword. 17 Coins nehmen wir gerne an uns. Die sind ja... Oh, okay. Ja, ich werde früher oder später die blöden Bände da eher schlagen. Battle Wound Bozo, das kann auch hier bleiben. Excellent Longsword, kann hier bleiben. Ich wollte noch ein paar Sachen machen. Ich will erstmal hier so. Die Maze ist da nicht mehr. Die ist jetzt hier. Maze. Broadsword. Okay. So, dann wollen wir... Können die 17... Wir lassen das einfach hier. Ich glaube nicht, dass die Bandits das mitnehmen. Dafür sind sie zu blöd. Oh, du bist jetzt mellow, ha? Huh? So, die Tür machen wir auch mal zu, damit ihr hier schön, damit ich euch schön im Blick habe. So. Okay. Ich wollte, was wollte ich machen? Ich wollte noch irgendwas machen. Ja, haben wir alles eingetragen. Sieht gut aus. Dann. Glaube, wir waren überall, ne? So auf Anhieb weiß ich nicht, was wir noch machen sollten hier. Ich habe keine unmittelbaren. Stimmt nicht. Wir haben noch das mit dem, das Schwert soll hier sein. Sword broken two. Wizard took half below. A seeker knew where blade is. In the Sitzman Domain. So, und wenn wir uns die Aufzeichnungen von Usika angucken. Behind walls secrets are. Ah, Moment. Schandklick auf Dark Wizard. Crazy Wizard. Schandklick habe ich nirgendwo gefunden, ne? Schandklick. Habe ich irgendwo jemanden gefunden, der Schandklick heißt? Ich glaube nicht. Lassen wir auch einfach mal hier. Schandklick, Schandklick. Okay, aber wir können ja... Wo kommst du denn her?
Oh, du hast doch die Tür aufgemacht gekriegt, oder? Bis wann war das gekommen? Oh, die Tür ist noch zu. Ist auch egal. Also, search for Blade in Southeast, behind wall secrets are. Southeast. Behind wall secrets are. Hier haben wir eine verdächtige Wall. Und hier wäre auch noch Platz. Behind Wall Secrets Arc. So, ich meine, das ist Southeast. Da gucken wir, ich sagen, gucken wir gleich noch hin. Kommen wir am besten hin? Am besten. Nee, da kommen wir nach unten. Wir müssen nach Norden, um ein bisschen weiter nach Süden zu kommen. Ach, dieses. Wieso musst du genau da. Durch, ist das nötig, dass du genau hier lang gehst? Ja, ist es. Der ganze es war alles frei. Du hättest überall lang gehen können. Aber nein, du musst genau da lang gehen, wo ich durch muss. So. Wo wollte ich hin? Hier. Hier ist was cracked. Können wir da durch vielleicht? Okay, no, können wir nicht. Könnte hier sein? Die Frage, ob wir das Ding überhaupt schon kriegen. Ja, oh ja, hier stimmt. Hier war auch noch was Geheimes. Also was. Hier war nichts Geheimes, aber hier war etwas, was verdächtig aussah und etwas Geheimes beinhalten könnte. Irgendjemand macht hier Stress. Bleib mal hier. Du bist nicht. Wo waren wir noch nicht? Ich meine. Dieser Raum hier ist verdächtig. Und das, wenn es hier ist, vor allem das hier ist verdächtig. Muss ich vielleicht.
Das ist eine Stone Wall. Ja, mal weiter nach oben gucken. Alles Stone Wall. Alles. Nein. X. Es könnte natürlich sein, dass mir noch irgendetwas fehlt. Oh, Walk on Water. Vielleicht müssen wir auf... Oh, Moment. Speichern, damit wir eventuell nicht nochmal schlafen müssen. Nur für den Fall, dass ich die Spellpoints noch brauche. So, Walk on Water. Weil hier... Irgendwo durch. Irgendwas? Ich meine, irgendwie, also das Spiel tickt zick da aus. Ich weiß nur nicht warum. Wahrscheinlich nur Zufall. Aber ich meine, er hat gesagt, es ist hier in seinem, ne, im Lizardman-Bereich und. Aber ich denke, das ist er hier. Wir können auch nicht tauchen. Wir können also das... Hier war ein Knopf, der hat da Sachen gemacht. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal, machen hier eine Markierung. Nee. Und kommen dann eventuell mal nach... Nachdem wir vielleicht noch mehr Informationen haben, wieder zurück. Weil ich meine, habe ich irgendwo irgendwelche Knöpfe, die ich nicht identifiziert habe? Ich glaube nicht, ne? Glaube nicht. Haben wir hier in diesem... Habe ich, glaube ich, auch alles gemacht. Ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei und werden uns jetzt, wo begeben wir uns am besten hin? Wir haben ja, hier eine Möglichkeit, nach unten zu gehen. Das war auch ab, ne? Ja. Hier ging es down und da geht's down. Wissen wir, wo wir da rauskommen? Nö. Okay, da werden wir uns beim nächsten Mal willkürlich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden, wo wir das Level verlassen und gucken dann in Level 4 und hoffen, dass wir noch Informationen finden, um an dieses Schwert zu kommen. Oder an einen Teil des Schwertes. Aber nur mal zum Rekapitulieren. Sword broke in two, Wizard took half below, Osika knew where Blade is, in Lizard's Man Domain. Search for Blade in Southeast, behind wall secrets are. Keine Ahnung. Okay, es ist auch dunkel geworden. Es reicht. Ich würde sagen, der Spiel möchte mir mitteilen, dass es reicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Mit mehr Ultima Underworld. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ja. Hier bin ich nochmal mit einem kleinen Nachtrag und wie schon so oft, in dem Moment, in dem ich die Aufnahme beende, fängt mein Gehirn wieder an zu arbeiten. Wir waren
hier noch nicht überall. Wir waren hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube hier. Da bin ich vom Erkunden abgekommen, weil ich dachte, dass wir vorher mit den Kollegen Lizardmen erstmal sprechen sollten, weil da war nämlich ein Lizardman. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da jetzt mal hin. Das müsste hier sein. Wieso hänge ich hier fest? Oder war, ach nee, das warst du, oder? Moment, hier war eine Tür. Okay, das war. Okay, aber ich hatte gedacht, irgendwas war mir da spanisch vorgekommen. Also ich habe so im Geiste, ohne es wirklich aufzuschreiben oder sonst irgendwie eine Notiz gemacht, dass ich hier irgendwie nochmal her zurückkommen wollte. Warum? War es nur da? Ich meine, wir haben dieses Ding. Warum geht hier der Weg nach unten? Crack the Yugulan Stone Wall. Hier hänge ich schon wieder an. Woran hänge ich hier fest? Wow. Okay. Danke, Glitch. Ich bin an den Vines hängen geblieben. An der Geometrie. Weil man die wegklicken konnte. Okay. Okay, na gut. You hear the roar of tons of water falling to your west. To your west. Oh, falling, Moment. Müssen wir jetzt hier nach unten? Ach, diese Bedienung. Ja. What? Oh. Das ist. What the fuck? Moment. Das ist. Ja, hier war das Wasser. Okay, Moment. Da, okay. So, wie sieht das aus hier? Okay, die Wand verschwindet. Wir können dann von hier durch. Und hier ist eine Tür unter Wasser. Wir hätten tauchen müssen, was wir nicht konnten. Ja. Behind World Secrets. Das ist wahrscheinlich der Hinweis. Ich habe die Wand hier untersucht und ich hätte hier gucken müssen. Okay, naja, es war nah genug dran, als dass ich nicht allzu verärgert darüber bin, dass ich es nicht gefunden habe. Hätte ein bisschen genauer gucken müssen. Ich meine, das Ding hier ist einfach verdächtig. Ne, dieser Gang. Und dass ich dann hier geguckt habe, liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber ich meine, etwas ist hier anders. Es hat diese Vines nur auf diesem Ding. Die sind auch auf vielen anderen im Dungeon. Ne? Aber hier und die Tatsache, dass man, ich meine, die wichtigere Tatsache ist, dass man an ihnen nicht vorbeigehen kann, dass man an ihnen hängen bleibt. Das ist. Ja. Naja.
Aber gut, das hätte man einfach finden können, weil ich meine, die Beschreibung war genau genug. Ich habe einfach die falsche Wand untersucht. Ja. Aber das Spiel ist glitschig genug, als dass man da an diesen Vines hängen bleiben kann und deswegen weiß, da ist was Besonderes. Und ich meine, der Bereich vorher, hier, ober, als hier noch das Wasser war, sind wir hier ja auch hängen geblieben. Also hier an dieser, oberhalb dieser Tür. Wir konnten ja die Tür nicht erreichen, weil ja alles voller Wasser war. Aber hier war auch irgendwie so ein, da hat das, ist das Spiel ja auch ein bisschen ausgetickt. Also es hat seine Gründe, wenn das Spiel irgendwie austickt. Vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Nee, ich habe gespeichert. Wenn irgendwas mit der Geometrie nicht stimmt, tickt das Spiel aus. Okay. Und dann weiß man, da ist was. Okay, also das war nicht gerade die, ich sag mal, souveränste Weise, dieses Rätsel zu lösen. Aber nee, immerhin, wir haben es gelöst. Okay, also. Mountain Chuck. Master Weaponsmith, ja, danke, den kenne ich schon. Aber danke für den Hinweis. Was ist das? Ich keine Ahnung, was das soll. Das ist ziemlich viel noch. Ich hatte gedacht, das ist nur... Oh, shit. Okay, ich habe ihn verletzt. Ist das der Geist von Sir Carew? Ach, was immer war. Ich meine, immerhin machen wir unser Schwert nicht kaputt. Das ist ja schon mal was. Wir haben den Geist gekillt. Und da es kein Alter gibt, hat er uns auch nicht geaged haben. Okay, ist hier jetzt noch ein Schrein? Jetzt ehrlich. Ist der dritte? Okay. Cool. Macht zwar keinen Poison, aber das ist ein Schrein, mit dem kann man reden, ne? Jo. Drei Schreine, wow. Das ist Wohlstand. Und hier finden wir Broken Blade. Das ist ganz schön schwer, aber die brauchen wir. Nehme ich mal an. Und wir haben sie auf jeden Fall gefunden. Wow. Naja, wie gesagt, sehr unsouverän gelöst, aber gelöst das Rätsel. Und... Oh, hier ist das Wasser, ist jetzt weg. Und deswegen war da dieses Trending, dieses Teil hier. Aber warum das Wasser hier jetzt nicht... Ja, die Wand ist dann aber auch erschienen, ne? Weil, oder? Nee, war die da? Nee, hier war keine Wand. Die Wand war weg. Glaube ich. Ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall ein Stück Blade. Und das war sehr erfolgreich. Das war schön. Das war, wie gesagt, etwas holprig. Aber naja,
Ergebnis zählt, würde ich sagen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal machen wir jetzt weiter und gucken dann wirklich ins nächste Level. Also bis dahin, macht's gut, tschüss.